Ich habe ja schon gesagt, dass für die Kryptographie eine Sache sehr wichtig ist, nämlich möglichst schnell rausfinden, ob irgendwas eine Primzahl ist. Und wir haben das Thema letzte Woche schon mal angesprochen. Die simpelste, naivste Möglichkeit ist, nach und nach alle Teiler von einer Zahl durchzuprobieren. Man muss dann zwar nur bis zu der Wurzel der Zahl rechnen, dauert aber trotzdem zu lange. Dann hatten wir gesehen, dass sie des Eratosthenes, das ist ein hübscher Algorithmus, der im gewissen Sinne auch sehr effizient ist, aber der andererseits natürlich auch viel zu viel macht. Wenn Sie zum Beispiel wissen wollen, ob irgendeine, sagen wir mal, eine fünfstellige Zahl eine Primzahl ist, dann müssen Sie mit dieser Siebmethode für alle Zahlen bis dahin ausrechnen, ob die Primzahlen sind. Das ist auch viel zu viel Aufwand. Sie haben es in der Kryptographie tatsächlich mit sehr, sehr großen Zahlen zu tun. Also wir reden jetzt nicht von fünfstelligen oder zehnstelligen Zahlen, sondern von hundertstelligen oder tausendstelligen Zahlen. Also die wirklich tausend Stellen haben, wo tausend Ziffern hintereinander stehen. Und von denen wollen Sie feststellen, ob die Primzahlen sind. Und das hatte ich ja schon angedeutet, dafür benutzt man sogenannte probabilistische Verfahren in der Praxis meistens, also welche, die mit Zufall arbeiten und nicht immer 100% richtige Antworten geben, aber eine sehr gute Wahrscheinlichkeit für eine richtige Antwort haben. Und zumindest die Idee dafür will ich Ihnen jetzt mal zeigen. Wie das dann in der Praxis eingesetzt wird, lernen Sie im vierten Semester bei Herrn Martini, aber es ist ganz gut, wenn man vorher schon mal die Grundzüge solcher Verfahren verstanden hat. Und hinter diesen ganzen probabilistischen Primzahlentests steckt eine Aussage, die auch von dem netten Herrn Fermat ist, über den wir schon gesprochen haben. Weil dieser berühmte Satz, den ich am Anfang der Vorlesung erwähnt habe, der Satz von Fermat heißt, nennt man diesen Satz den kleinen Satz von Fermat, weil er nicht ganz so berühmt ist. Oder die Mathematiker sagen auch manchmal liebevoll der kleine Fermat einfach. Und dieser Satz besagt Folgendes. Wenn P prim ist, also wenn P eine Primzahl ist, dann gilt in ZP die folgende Gleichung. A hoch P minus 1 ist 1, und zwar egal, welches a Sie nehmen, wenn es nicht gerade 0 ist. Für alle a ungleich 0. Vielleicht erstmal ein Beispiel, und dann überlegen wir uns, warum das stimmt. Dann sehen Sie auch gleich, warum das nur der kleine Satz heißt, weil der so einfach zu beweisen ist, dass wir das sogar können. Da braucht man nicht, wie bei dem großen Satz von Fermat, ein 90-seitiges Paper zu schreiben. Erstmal ein Beispiel. Nehmen wir mal eine kleine Primzahl p, zum Beispiel gleich 7, und nehmen wir eine kleine Zahl, damit wir das noch rechnen können. A ist zum Beispiel gleich 3. Dann steht da, ich kann also ausrechnen, a hoch 6, also nee, a ist jetzt ja 3. Ich kann ausrechnen 3 hoch 6, also Primzahl minus 1. Und das ist 9 hoch 3, das ist 81 mal 9 und das ist 729 und wir rechnen ja in dem hier, in Z7, das heißt, jetzt muss ich dieses Ding hier durch 7 teilen. Und Sie sehen vielleicht schon, 729 kann ich ja aufteilen in 700 plus 28 plus 1. 700 ist durch 7 teilbar, 28 ist durch 7 teilbar. Also das hier ist 1. Und das ist ja genau das, was der kleine Satz von Fermat sagte. Der hatte vorher schon gesagt, das brauchst du gar nicht auszurechnen. 3 hoch 6 muss 1 sein, wenn man modulo 7 rechnet. So. Also erst, wie versprochen, die Überlegung, warum ist das so? Ich will Ihnen das an diesem Beispiel mal zeigen, warum das so ist. Dann kann man sich auch überlegen, warum das immer so sein muss. Machen wir mal Folgendes. Wir schreiben mal hin 1 mal 3, ich klammer das gleich mal so suggestiv, mal 2 mal 3, mal 3 mal 3, mal
4 mal 3 mal 5 mal 3 mal 6 mal 3. Und ich rechne die ganze Zeit, nicht vergessen, in Z7. So, das hier haben wir uns vorhin gerade schon mal überlegt. Als wir überlegt haben, wenn die Zahlen teilerfremd sind, dann gehe ich immer wieder um die Uhr rum und ich erwische jeden Wert mindestens einmal, bevor ich wieder beim Anfang angelangt bin. Ja? Und weil ich es ja mit einer Primzahl zu tun habe, klappt das immer, egal welche Zahl A ich nehme, wenn ich nicht gerade 0 nehme. Also ob das A jetzt wie hier die 3 ist oder irgendeine andere Zahl, die kleiner als 7 ist, das wird immer klappen. Wenn ich diese Zahlen so hinschreibe, 1 mal 3, 2 mal 3, 3 mal 3, 4 mal 3, 5 mal 3, 6 mal 3, dann kommen alle Zahlen unterhalb von 7 einmal vor, bis auf die 0. Das bedeutet, ich kann das Produkt auf der linken Seite auch so schreiben. 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6. Wichtig, wenn Sie sich das in Ihrer Mitschrift angucken, das soll nicht bedeuten, dass 1 mal 3 1 ist und 2 mal 3 2 ist. Ich habe die sozusagen auf der rechten Seite umsortiert. Ja? Wichtig ist nur, diese Zahlen 1 bis 6 kommen links alle irgendwo vor, also schreibe ich sie rechts alle schön geordnet hin. Die stehen hier in einer anderen Reihenfolge, aber das macht ja nichts, ist ja kommutativ. Ja? Darum steht links und rechts dasselbe Produkt. So, und jetzt mache ich Folgendes. Jetzt dividiere ich auf der rechten Seite durch 6 und auf der linken auch durch 6. Ich darf ja dividieren, ist ja eine Primzahl. Und dann dividiere ich auf der rechten Seite durch 5 und auf der linken Seite auch durch 5. Und ich dividiere hier durch 4 und hier auch durch 4 und hier durch 3 und hier auch durch 3 und hier durch 2 und hier auch durch 2. Und die 1 streiche ich auch nochmal weg, da gibt es nichts mehr zu dividieren. Und dann bleibt auf der rechten Seite nur noch 1 übrig, weil ich ja alles andere weggeteilt habe. Und auf der linken Seite steht 3 mal 3 mal 3 mal 3 mal 3 mal 3. Und das ist aber gerade 3 hoch 6. Und darum sehen Sie, dass 3 hoch 6 1 sein muss. Ja? Und das hätte auch mit jeder anderen Zahl als 3 geklappt, weil der Trick immer derselbe ist. Der Witz ist einfach, dass bei diesem Produktbilden jede Zahl einmal vorkommt, sodass ich die links und rechts auf verschiedene Arten hinschreiben kann, aber dasselbe rauskommen muss. Das ist schon alles, was hinter dem kleinen Satz von Fermat steckt. Und der ist ganz einfach zu beweisen, aber schon eine ziemlich geniale Idee. Und wir werden jetzt sehen, dass der einem ganz wunderbar hilft bei Primzahltests.